Herzlich willkommen bei Franz kocht auf. Das Moussaka ist ein griechisches Nationalgericht. Wir kochen das im Kombidämpfer. Es geht einfach, es geht schnell und es geht viel fettarmer. Auf geht's! Du startest dein Moussaka mit den Kartoffeln und mit der Gemüseeinlage. Die Kartoffeln schneidest du in Scheiben. Ideal sind mehlige Kartoffeln, nicht festkochend, damit der ganze Saft aufgesaugt wird. Die Zwiebeln werden in Streifen geschnitten. Frischer Thymian oder Zitronenthymian, fein hacken und eine kräftige Prise dazu. Etwas Salz und etwas Pfeffer. Und in einer Auflaufform, die sollte nicht zu flach sein, an die 6 cm, kommt ein wenig Öl. Die Form wird mit Olivenöl ausgestrichen, so lässt sich es besser portionieren. Die Kartoffeln in die Form geben und gleichmäßig in der Form verteilen. Melanzani werden in Scheiben geschnitten und nun wird wieder mariniert. Frisch gehackter Thymian, etwas Pfeffer, Salz und wieder Olivenöl. Marinieren. Wir legen die Melanzani-Scheiben auf die Kartoffelscheiben. Die Melanzani und die Kartoffel werden im vorgeheizten Kombidämpfer bei 190 Grad im Dampf gebraten. Zucchini dürfen bei keinem Moussaka fehlen und die werden genauso mariniert wie die Melanzani. Mit dem Olivenöl wird es wieder verrührt und jetzt lassen wir das etwas stehen, etwas ziehen. Das Salz zieht etwas Wasser aus den Zucchini und dann kommt es auf das gebratene Gemüse. Die 20 Minuten sind vorbei und nun gehen wir auf die angebratenen Melanzani, die Zucchini-Scheiben. Und jetzt werden die Zucchini wieder 20 Minuten im Dampf gebraten. In der Zwischenzeit hast du Zeit, um dein Fleisch anzubraten und dich um die Bechamel zu kümmern. Zuerst wird Zwiebel und Knoblauch in Olivenöl angeschwitzt. Es kommt das faschierte Fleisch dazu. Es wird ganz lange abgebraten, bis es ganz körnig, bröselig ist. Wenn sich der Bratensatz am Boden der Pfanne ein bisschen bildet, dann ist genau der richtige Zeitpunkt, um das Tomatenmark beizugeben. Nachdem das Tomatenmark angebraten ist, wird jetzt gewürzt. Typisch für Moussaka ist Zimt und die gleiche Menge gemahlene Nelken. Das gibt diesen typischen orientalischen Geschmack. Nun wird gesalzen und ein wenig gepfeffert. Mit frischen gehackten Tomaten wird das Fleisch richtig durchgedünstet. Und jetzt wichtig, bei mittlerer Hitze langsam die Feuchtigkeit reduzieren, bis es wieder leicht bröselig wird. Und in der Zwischenzeit bereiten wir jetzt die Bechamel zu. Den Butter schmelzen wir. Der Butter schäumt auf und jetzt das Mehl dazugeben. So lange verrühren, bis es eine glatte, schöne Masse ist, ohne Knollen. Das Mehl und die Butter schäumen auf und jetzt wird nach griechischer Art die Milch beigegeben, aber immer Schritt für Schritt. Ein wenig eingießen, umrühren, bis eine kräftige Bindung da ist. Und sobald die Bindung da ist, wird wieder etwas Milch beigegeben, bis die ganze Milch eingedickt ist und dann haben wir eine sehr sämige Bechamel. Mit dieser griechischen Methode hast du keine Knollen in der Bechamelsoße. Einmal noch kurz aufkochen lassen, du schaltest dein Kochfeld aus, jetzt kommt der Parmesan und das Eigelb und etwas Salz dazu. Ein wenig Muskat darüber reiben. Wir sind fertig. Verkosten, ob alles genügend gewürzt ist und gesalzen ist. Und jetzt bauen wir die Moussaka zusammen. Damit sich dieses trocken gebratene Faschierte gut schneiden lässt und nicht bröselig ist, geben die Griechen ein Drittel der Bechamel zum Faschierten dazu. Die Moussaka wird jetzt zusammengesetzt. Die ganze Menge von dem Hackfleisch geht da drauf. Und die ganze restliche Bechamel verteilen wir
auf dem Fleisch. Mit Hartkäse, Parmesan wird oben bestreut und nun wird gebacken. Das ist unser griechisches Moussaka. Viel Spaß und gutes Gelingen beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal bei Franz kocht auf.